meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ja, wie ihr am Titel schon gesehen habt, geht es heute um meine März-Favoriten. Es ist unglaublich, dass der Monat März jetzt auch schon vorbei ist. Also das Jahr rennt und rennt und rennt und es ist ja unglaublich, wenn ihr mich fragt. Im Monat März habe ich mir ziemlich viele Dinge zugelegt, wo ich bei einigen schon längere Zeit darüber nachgedacht habe, sie mir anzuschaffen und aber mal gedacht habe, oh Gott, nee, also so viel Geld möchte ich dafür nicht ausgeben. Ihr werdet feststellen, meine Favoriten sind diesmal sehr High-End-lastig, was einfach daran liegt, dass ich mir ein paar Wünsche erfüllt habe und die einfach wirklich, die Sachen, die ich mir da gekauft habe, die sind wirklich nicht ohne Grund hoch gelobt im YouTube- und Instagram-Land. Und ja, ich habe mich leider auch ziemlich schnell in sie verliebt und möchte erstmal nicht ohne sie sein. Und dementsprechend, wie gesagt, ist diesmal sehr High-End-lastig. Aber ich habe auch ein paar alte Favoriten, die ich wieder aufleben habe lassen. Und ich habe auch ein paar ganz easy Drogeriegeschichten dabei. Ich glaube, es ist einfach für jeden was dabei. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Fangen wir doch gleich mal mit einem Produkt an, was ich in mehreren Videos gesehen habe und jetzt ein paar Tage schon eben ausprobieren konnte. Und es ist eben auch gleich ein Favorit von mir geworden. Und zwar handelt es sich um die Laneige Special Care Lip Sleeping Mask. Das ist diese hier. Das ist ein quasi wie ein eine Lippenbutter, ein Lippenbalsam in so einem Tiegel. Und der ist halt sehr nährend und reichhaltig und meiner riecht nach Vanille. Es gibt, bin ich der Meinung, irgendwas Beeriges noch dabei. Fragt mich bitte nicht. Ich habe meine über Amazon bezogen. Ich werde euch das unten verlinken. Ich werde euch alle Produkte nochmal unten verlinken, wenn ich sie finde. Und wenn es sie eben auch teilweise noch gibt, bei einigen Sachen weiß ich es eben nicht. Genau, diese Maske ist sehr, sehr, sehr angenehm. Ich muss mal sagen, ich bin schon mal so einem Trend verfallen. Und zwar war das damals die NYX, dieses Rêve de Miel, diese Honig-Lippenpflege im Tiegel. Und ich fand die halt wirklich für mich persönlich grottenschlecht. Und ich habe mich damals tierisch geärgert, denn die ist nicht günstig. Und sie hat bei mir einfach wirklich genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie eigentlich machen soll. Und zwar hat sie meine Lippen wirklich gefühlt ausgetrocknet. Und ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass bei diesem gehypten Produkt hier das ähnlich sein wird. Ich muss euch aber sagen, dass dieses hier von mir definitiv ein Favorit ist, weil es wirklich pflegt. Und es riecht halt einfach wie 90er Jahre My Little Pony Hintern vom allerfeinsten. Und wenn ihr damals vielleicht auch den Rêve de Miel ausprobiert habt und den ebenfalls enttäuschend gefunden habt, wäre das nochmal eine Überlegung wert. Das Teil ist wirklich echt gut. Dann habe ich mir im März oder vielleicht sogar Ende Februar schon, ich weiß es gar nicht mehr genau, meine Nadeshda Palette bestellt. Ihr habt sie ja vielleicht auch in meinem letzten Video gesehen. Ich werde euch das mal hier oben in die Karte verlinken. Und zwar ist es die Mini Sunset Palette. In meinem Video habe ich ein bisschen mehr Worte darüber verloren. Das möchte ich jetzt gar nicht mehr so, so viel tun. Es ist eine ganz, ganz tolle Palette. Ist für Natasha Denona nicht sehr teuer. Und ja, das Farbzusammenspiel überragend. Alltägliche Palette, Spezialveranstaltungspalette, Urlaubsreisepalette. Großartiges Teil. Dann habe ich wiederentdeckt quasi die Maybelline Fit Me Foundation Luminous and Smooth. Das ist dieses Teilchen hier. Die trage ich jetzt heute nicht, falls ihr das vielleicht vermutet. Ich habe heute die Fenty Foundation drauf. Rastest du gerade ein bisschen aus, mein Schatz? Er rastet gerade ein bisschen aus. Ich liebe diese Foundation. Ich hatte die früher schon einmal, hatte damals aber den falschen Farbton, hatte damals auch noch eine andere Hautbeschaffenheit. Mittlerweile ist es ja so, dass ich eine totale normale Haut habe. Und dafür finde ich die perfekt, wenn man einfach ein glowy Ergebnis haben will. Ich trage mir die ganz, ganz leicht in einer Schicht auf. Die deckt alles ab, was ich abgedeckt haben möchte, ist aber nicht Full Coverage. Ich würde sie auch nicht schichten an eurer Stelle, weil ich finde, dass sie dann leicht cakey werden kann. Bei mir tut sie es aber nicht, weil ich eben nur eine wirklich ganz, ganz dünne Schicht auftrage. Die pudere ich mir in der T-Zone leicht ab und sie hält den ganzen Tag. Die Farbe 120 ist wunderbar für mich und ich liebe diese Foundation.
Ach Gott, ich glaube, das war schon mal ein Favorit von mir, aber diesen Monat habe ich es wieder so unglaublich viel benutzt und mir ist wieder aufgefallen, wie unglaublich toll dieser Concealer ist. Ich spreche vom Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer von Too Faced. Mit diesem Concealer in dieser Farbe highlighte ich nicht unter meinem Auge, aber ich benutze ganz, ganz, ganz viel Puder-Make-up. Und ja, das könnt ihr natürlich auch schichten bis nach Mappen, aber dann kann es einfach irgendwann nicht mehr ganz so natürlich aussehen. Und was ich einfach liebe, ich trage mir diesen Concealer im unteren Augenbereich auf, im Nasenbereich, also quasi da, wo ich ein bisschen mehr der Kraft haben will. Und den Rest bearbeite ich dann eben mit meiner Puder Foundation. Und dieses Teil ist einfach wunderbar, trocknet nicht aus, hat eine wunderbare Deckkraft und hält unglaublich gut. Also der ist nicht günstig, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, ihr kriegt hier aber auch 15 Milliliter in diesem Teil und der hält euch einfach wirklich unglaublich lange. Also ich würde euch einfach anraten, das Teil mal auszuprobieren. Ich finde, die haben auch eine ganz gute Farbauswahl tatsächlich und ja, ich kann euch den auf jeden Fall empfehlen. Ein Produkt, was ich neu entdeckt habe, ist von Garnier Bio das pflegende Bio-Argan-Feuchtigkeitsspendende Gesichtspflege-Spray. Himmelarsch! Das ist dieses Teilchen hier. Ja, es ist ein Gesichtspflegespray. Es ist nicht ausgewiesen als Finishing-Spray oder Primer-Spray oder sonst irgendwie was. Ich verwende es aber total gerne als Setting-Spray bzw. Finishing-Spray, um einfach den Pudereffekt von meinem Gesicht zu nehmen. Gerade wenn ich eben Puder Foundation verwende, ist das ganz, ganz toll, weil es euch wirklich echten Glow gibt. Es riecht so lecker. Also ich finde es mega lecker. So ein bisschen süß, ein bisschen frisch, ein bisschen, ja, also ich mag es super, super gerne riechen. Und ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein. Hier ist zwar, so wie ich das gesehen habe, nee, nicht so eine Ölschicht drin. Es ist aber echt glowy, ne? Also wenn ihr eine ölige Haut habt, dann wäre ich, glaube ich, vorsichtig. Dann würde ich mir das Gesicht zuhalten und vielleicht nur im Außenbereich das Spray verwenden. Aber es ist wirklich toll bei trockener Haut, bei normaler Haut. Und gerade eben, wenn ihr sagt, ihr möchtet ein glowy Setting Spray haben, ist das genau das Richtige. Es lässt aber definitiv nicht euer Make-up länger halten. Also dafür ist es einfach auch nicht da. Aber um den Pudereffekt zu nehmen und für einen Glow, mega, Leute. Dann habe ich mir gekauft von Hourglass das Ambient Lighting Powder in Dim Light. Das habe ich heute tatsächlich auch als Finishing Puder drauf. Das ist dieses Teil hier. Ihr seht schon, wenn ich das so bewege, dass das so ein bisschen... Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Samt. Und genau das macht es auch mit eurem Gesicht. Ihr kriegt einen richtig schönen samtigen Effekt, finde ich. Ihr kriegt ein bisschen mehr Dimension, ein bisschen mehr Spiel in das Hautbild. Und es ist ein tolles, tolles, tolles Puder, Dim Light. Für mich perfekt, großartiges Teil, also mega. Ich verwende im Alltag in meiner inneren unteren Wasserlinie eigentlich immer einen cremefarbenen bzw. weißen Kajal, um meine nicht ganz so großen Augen eben ein bisschen größer erscheinen zu lassen. Und jetzt gerade im Frühling war mir irgendwie nach mehr Farbe. Deswegen habe ich zwei Kajalstifte sehr, sehr gerne verwendet. Und zwar zum einen diesen Kohl-Kajal von Catrice. Das ist die Farbe Too Cool for Pool. Ich weiß, ich habe den auch schon mal in irgendeinem Video verwendet, definitiv. Also ich erinnere mich an den Namen. Und dann habe ich hier von Stila den Smudge Stick Waterproof Eyeliner. Und das ist die Farbe Canary. Also so wie Kanarienvogel, ne? Oh ja, und ihr seht auch schon hier unten, ich habe die ordentlich verwendet. Das ist einmal so ein richtig krasses Gelb und einmal so ein richtig krasses Türkis. Und die haben einfach den gleichen Effekt. Dadurch, dass sie hell sind, öffnen sie euch das Auge. Es ist aber einfach ein bisschen mehr Frühling drin, wisst ihr? Und ja, große Favoriten habe ich sehr, sehr, sehr gerne verwendet. Eine weitere Palette, die ich vergangenen Monat mir angeschafft habe, auch reviewed habe, ich werde euch das Video hier oben verlinken, ist die Anastasia Beverly Hills Riviera Palette. Das ist diese hier. Ich trage da auch heute einen Augen-Make-up-Look auf den Augen für euch. Wenn ich das Video schon veröffentlicht habe, dann werde ich euch das definitiv hier verlinken. Ansonsten seht ihr es die nächsten Tage irgendwann.
Und es ist so eine unglaublich tolle, farbenfrohe, fröhliche Frühlings- und Sommerpalette. Und sie schreibt meinen Namen. Sie schreibt meinen Namen. Und ich liebe die Qualität. Es ist persönlich meine erste Anastasia Beverly Hills Augenpalette. Ich weiß ja, dass viele darüber schon, ich weiß nicht wie lange, gute Worte verlieren. Ich habe immer bisher, ich war immer nicht so geflasht von den Farben und irgendwie hat es mich nicht so gepackt. Und diese Palette ist die erste, die mich sowohl von außen als auch von innen komplett gefangen genommen hat. Und ja, ich möchte sagen, wir schippern auf einer kleinen Yacht in unseren glücklichen Sonnenuntergang. Zusammen, gemeinsam. Und ja, ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie. Video verlinke ich euch. Ein weiteres Drogerieprodukt für euch, was ich habe das schon meiner Freundin angeraten und sie findet sie auch gut, ist die neue Catrice Iconista Lash Millionizer Volume Mascara. Das ist dieses Teilchen hier. Ich liebe diese Mascara, denn sie hat so eine tolle Bürste. Wie ihr seht, ist die Bürste winzig klein, Gumminoppen. Ihr wisst, ich liebe mir meine Nöppchen. Und dadurch, dass die Bürste so klein ist, kommt ihr wirklich ganz, ganz, ganz dicht an eure Augenlidhaut. Und ihr kriegt einfach gefühlt, jede Wimper zu fassen. Und die ist wirklich toll für, ich glaube, 5 Euro. Mega. Also die stellt für mich wirklich fast alle hochpreisigere Mascaras in Schatten. Also die steht für mich definitiv auf der gleichen Stufe wie die L'Oreal Sculpt und wie die Lash Sensational von Maybelline. Und ihr wisst, das sind meine absoluten Lieblingsmascaras. Ebenfalls relativ neu zugelegt, aber ebenfalls sofort ein Favorit von mir geworden, ist die Becca Chloe und Malika Chloe Palette. Ich wurde da gefragt, welche Palette es ist. Es ist die Chloe Variante. Und zwar ist das diese hier. Ist jetzt relativ schwierig, das zu zeigen, ohne dass ihr geblendet werdet. Ich gebe mir Mühe. Ja, sie besticht durch Peach-Töne, warme Töne. Der Highlighter ist sehr schön vanillig. Auch den trage ich heute. Die trage ich im Ganzen heute. Und ich würde mal sagen, die ist perfekt für jemanden mit meinem Hautton. Gegebenenfalls noch so bis zum mittleren Hautton. Und ja, mega, mega schöne Palette. Ein neuer Favorit von mir, und da werdet ihr mich auslachen, wenn ihr mein letztes Aufgebraucht-Video gesehen habt, ist ein Duschschaum von Fahr, und zwar dieser hier. Es ist der Klassiker Kokosnuss-Kakaobutter. Und ich weiß noch, dass ich in meinem letzten Video gesagt habe, das ist der Duft, den ich überhaupt nicht mag. Tue ich auch nicht als normales Duschgel. Der Schaum riecht Bombe. Und der riecht irgendwie anders. Ich weiß nicht, was anders riecht, aber er riecht anders. Es fehlt diese komische Abgangsnote, von der ich beim letzten Video gesprochen habe. Und ich liebe diesen Duft in diesem Kanister. Großartig. 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 Wie gesagt, das normale Flüssigduschgel mag ich nicht. Ich mag es einfach nicht. Aber das hier, überragend. Kommen wir zu meinem letzten Make-up-Favoriten sozusagen. Und zwar der Dose of Colors Mickey Mouse Lippenstift in der Farbe 1928. Das ist diese Farbe hier. Es ist ein wunderschönes, peachiges Nude. Es ist ein mattes Nude und ich liebe diesen Lippenstift. Einziger Nachteil ist die Verpackung. Ich finde diese Stiftform super, aber ihr könnt sie nicht reindrehen und deswegen finde ich nicht so prall. Aber ansonsten finde ich ihn überragend und ja, der hält gut, er lässt sich schön auftragen und ja, großartige Farbe. Kommen wir zum ersten, wie sagt man das, Nicht-Beauty-Favoriten und zwar ist es das hier. Jetzt werdet ihr euch fragen, alter Birtchen, was ist das? Es ist von IKEA und es ist ein Tablet bzw. Handyhalter und ich liebe ihn. Er ist toll. Er ist für Apple sowie als auch andere Größen, glaube ich, gemacht. Kostet irgendwie 2,99 Euro oder so und mega, mega. Wir haben unsere Tablets und Handys immer irgendwo hingelegt, gegengestellt, zwischen Bücher geklemmt, fragt mich bitte nicht. Und beim letzten IKEA-Besuch habe ich dieses Teil gesehen und ich feiere diesen Einkauf vom allerfeinsten, Leute.
Ein weiterer Favorit im März ist eine Kerze, und zwar diese hier von Village Candle. Es ist eine Limited Edition und heißt Forest Hike. So sieht das Glas aus. Village Candle, ja, angelehnt gefühlt Yankee Candle. Und diese Kerze, also was ich gut finde, besser als bei Yankee Candle, ist, dass auf dem Glas die Duftnote mit draufsteht. Forest Hike ist Rainforest Moss, Juniper und Dark Timber. Also sehr holzig, frisch, also blumig, holzig. Ich kann das ganz, ganz schwer beschreiben. Mein Freund hat diese Kerze gekauft, weil sie ihm... Mein Freund hat diese Kerze gekauft, weil sie ihm so gut gefallen hat. Und ihr seht, wir haben sie auch schon wirklich gut abgebrannt. Tolle, tolle Kerze. Village Candle haben die ganz, ganz oft bei TK Maxx. Wenn ihr einen TK Maxx in der Nähe habt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Vielleicht habt ihr Glück und sie haben sogar diesen Duft dort. Aber ansonsten haben die auch ganz viele andere Düfte meistens da. Also schaut da mal nach. Und dann kommen wir zu meinen letzten beiden Favoriten und das sind zwei Fashion-Favoriten. Ich fange einmal an mit einem Hemd. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe das jetzt vorne geknotet, weil so trage ich es meistens. Das ist ein Flanellhemd von ASOS in so einem Grau mit Gelb, so gelb-orange, ockerfarbenen Streifen. Und ich liebe dieses Hemd. Ich finde es super, super schön. Ich trage es momentan, wie gesagt, vorne geknotet. Es ist ein Hemd, was man bügeln kann, aber nicht bügeln muss, was mir sehr entgegenkommt. Und ja, ich mag das sehr gerne. Es ist übrigens von New Look. Ich habe das aber über ASOS bestellt. Ich habe die Größe 46, falls das für irgendjemand eine gute Referenz ist. Und ja, ich liebe dieses Hemd. Es ist super schön flauschig und ich mag tatsächlich ganz gerne Flanellhemden. Also ja. Ich bin der Elf Flanell der YouTube-Welt quasi. Und last but not least möchte ich euch meinen neuen Badeanzug zeigen. Ja, ihr hört richtig, ich zeige euch einen Badeanzug. Ich werde ihn aber nicht für euch anziehen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr, dass ich beim Babyschwimmen zurzeit bin mit meinem Sohn. Und meine Figur ist noch nicht so ganz wieder die, die sie mal war. Sie ist zwar überhaupt nicht weit entfernt, aber hier und da ist es halt nicht mehr ganz so straff. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber daran wird gearbeitet, Freunde, daran wird gearbeitet. Und ich fühlte mich als erstes nicht so gut bei der Vorstellung, ein Bikini anzuziehen. Und deswegen habe ich mir Badeanzüge bestellt. Und einer ist es tatsächlich geworden. Den finde ich richtig, richtig, richtig gut. Und wenn ich euch den jetzt gleich zeige, dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, das findet dein Freund gut. Okay. Es ist ein Badeanzug von, ich glaube, auch New Look. Wartet mal. Ja, ebenfalls New Look. Die Klamotten von New Look finde ich auch tatsächlich mal ganz gut. Und das ist er. Ihr könnt ihn wahrscheinlich nicht ganz so gut sehen jetzt. Der ist unten rot, also richtig knallrot und oben neonpink. Ist so eine typische Speedo-Form, ja, hat einen relativ hohen Beinausschnitt und einen relativ tiefen Rücken. Und der ist super, super angenehm fest im Material. Und genau das habe ich gebraucht. Ich habe zwar keine Brust mehr, wenn ich ihn anziehe, aber es ist mir egal, weil ich habe auch keinen Bauch mehr, wenn ich ihn anziehe. Ich finde auch diesen Crinkle-Stoff sehr, sehr, sehr schick und sehr angenehm. Und ja, auch da habe ich übrigens Größe 46, auch als Referenz für euch. Ich habe aber auch einen Bikini, den ich trotzdem anziehe und ich liebe ihn. Ist auch ein großer Favorit. Ich zeige ihn euch aber nicht, weil es ihn nicht mehr gibt. Und der ist auch von New Look. Also, wenn ihr auch ein Curvy Girl seid, dann guckt vielleicht mal bei New Look. Die haben wirklich fesche Klamotten, echt erschwinglich und ich finde auch mit einer ganz ordentlichen Qualität für den Preis. Ebenfalls ein großer Favorit und schreit ebenfalls auch Sommer für mich. Genau. So, meine Lieben, das waren sie, meine März-Favoriten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch konnten meine Favoriten ein paar Anregungen geben. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was eure Monatsfavoriten sind. Ihr wisst, ich bin da sehr neugierig und gucke da auch gerne mal nach, was ihr so toll findet. Ich wünsche mir zahlreiche Kommentare, also legt los. Und dann wünsche ich euch jetzt einen ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao!